Ich schätze mal, in dem Raum ist noch ein Generator und in dem Raum und wahrscheinlich in dem Raum da drüben. Die Generatoren interessieren mich zurzeit aber nicht so sehr. Mich interessieren eher Titanvorkommen. Oh. Und da wir jetzt wirklich genügend Gold haben, gebe ich mal 500 aus für ein bisschen Titan. Weil hier ist ja Gold zum verrückt werden. Hier unten. Und ich hole mir mal den Stein hier. Nicht, weil ich ihn bräuchte, sondern weil ich es kann. Ach, hier ist immer noch mehr Gold. Hm. So, und hier das Gold, bitte. Der Raum hier sieht kleiner aus. Vielleicht habe ich da Chance, auf Titan zu treffen. Wenn ich schon mal hier unten keins finde. Das bisschen Gold, da kann ich auch noch ausheben. So, und hier endlich den Thronsaal dicht machen. Da haben wir endlich einen schönen Thronsaal. Juhu. So, das war der Steinvorkommen hier. Da wollen wir ans Gold ran, da wollen wir ans Gold ran. Also ja, ich könnte mal sporadisch hier unten runter gucken. Aber hier sind nur Steinvorkommen. Ich bin halt wirklich noch zu hoch für... Also von der Ebene zu hoch für Titan. Gut. Das heißt, ich würde gerne mal da lang graben. So, in den Raum. Weil die großen Räume hier, also die drei hier, das sind garantiert Generatorenräume. Und solange ich meine Nahkämpfer nicht super toll machen kann, lasse ich das bleiben, da reinzugraben, weil wenn ich mit dem Magier anbandle hier, also aneinander komme, dann ist das ungut. Der ist nämlich Level 87. Ich brauche dann für mindestens die den Heroismus. Wenn alles andere nichts bringt. Ah, nebenbei. Ich hätte genug Gold. Habe ich genug Holz? Ja. Bau den mal hier hin, wo du ihn nicht hinbauen kannst. Also bau ihn mal hier hin. Oh, da oben müssten wir noch zumachen. Gut, der ist gebaut. Also verkauft das hier. Und platziert den hier unten. So, danke dafür. Du kannst mal darüber, weil dann können wir hier den Klotz noch setzen. So. Das war jetzt ein bisschen gemein, dass ich die Leiter verkauft habe, auf die man steht, aber hat ja geklappt. Oh, nebenbei Leiter. Ganz ehrlich, da ich zu viel Stein habe, gibt es jetzt Steinleitern.
Könnt zum Beispiel auch die Leitern hier durch Steinleitern ersetzen, wenn ich sie verkaufen könnte. Und das sieht dann ein bisschen stabiler aus, weil das da eh unser Hauptzugang ist. So. Du bitte weg und gut ist das. So, du gräbst hier durch die Decke. Ah, hier sind Kanonen. Die geben wenigstens geben die Pulverfässer ein bisschen Titan. So, Scharfschützenausbildung. Sehr gut. Und da ist ein kleines Titanvorkommen. Yay. Oh. Du solltest dich dünn machen. Ja, mein Militär kommt endlich. Das ist nur ein bisschen Eisen und ein bisschen Holz. So, jetzt habe ich genug Titan, um einen von ihnen abzugraden. So, und der Fernkämpfer, der portet sich direkt in meine Nahkampftruppe. Auch gut. Oh, da drunter ist ein Mini-Raum. So viel dazu, dass er Mini ist. Ja, der Zwerg, der hat's echt drauf. Der steht in der Luft. So, ich habe schon mal einen Punkt für die Soldatenkultur. Nebenbei, Soldat, du brauchst noch ein kleines bisschen. Oh, Platin. Raus mit dir. Wow, da ist wieder viel Eisen. Eisen finde ich immer gut. Titan würde ich besser finden. Also geht's noch tiefer nach unten. Wo ist eigentlich mein Fernkämpfer? Der fühlt sich einfach nicht angesprochen. Ja, fühlt er sich absolut nicht. Und ich habe ihn auch gerade in die falsche Gegend gesetzt. Hier ist noch mehr Platin. Und ja, ich will nach da unten, in der Hoffnung, dass ich da Titan finde. Ja. Weil ich habe nämlich schon mal einen meiner beiden Krieger auf die richtige Stufe, Schildträger gebracht, so wollte ich sagen. Auf die richtigen Einheitentyp. Und hier oben sind mal wieder Lampenständer. So, ich kann jetzt hier noch eine Kiste bauen. Und dann haben wir theoretisch genügend Stauraum. Erstmal, da muss ich noch hier dicht machen. Und dann kann ich mich um andere Löcher kümmern, wie das hier zum Beispiel. Dann mache ich aber nur die vier Felder zu. Hier wäre noch Silber, fällt mir gerade so auf. Aber da hier unten noch jede Menge Gold ist.
Wo wir gerade eh einen Haufen Platin ausgraben. So, bring mich mal hier runter. Wir müssen Titan finden. Und ich muss hier dringend eine Leiter nach oben bauen. Oh, ein Ork-General. Was willst du hier unten? Ah, ich will nicht, dass der hochkommt. Du weg. So. Der soll erstmal schön hier unten bleiben. Werde ich mich schön ärgern, dass es hier unten keinen Titan gibt. Aber Drachenblut. So, verkaufen wir dem erstmal wieder alles weg. So, du müsstest jetzt Level 5 haben, genau. Also Militär. Und dann gleich zum Fernkämpfer. So. Wie mache ich das jetzt? Am geschicktesten. Ich möchte nämlich, dass nur er trainiert. Naja, machen wir es einfach so. Dass ich da drei zuweise. Die gehen dann ja nicht mehr weg. Und dann baue ich hier drei von denen und dann kann der hübsch trainieren. Soldatenkultur braucht noch zwei Punkte. Davon ist der dritte jetzt gerade in, also der erste, gerade in der Mache. Ich glaube, du dürftest ziemlich gut trainieren können durch die ganzen Upgrades, die du mittlerweile hast. Durch Soldatenkultur kannst du dann noch besser trainieren. Und wenn der trainiert ist, dann kümmern wir uns um ihn hier. Der dürfte dann nämlich auch noch mal gut Punkte geben.